So, ihr Lieben, hier bin ich wieder mit einer Folge voller Echsen. Und den Knecht. Auch mal schön die Eier hier. So, gleich noch doppelt, weil er zwei Eier hat. Der ging aus Versehen doppelt los. Ja, und er hat auch ein Schiff. Alter, 214, die haben ja viel Geld. Die Kohle, ja. Was hat er denn hier? Bla bla blip bla bla bla. Okay, da ist das. Ach, hier ein Passwort hat er. Schön. So, ich lade. Oh Gott, ey, ich hasse das. Das so mit dem Lachnaben. Nachladeknopf noch so viele Sachen machen kannst, ey. So. Haben wir noch irgendwas hier? Ersatzteile? Nein, ein Multidol. Was ist das für ein Computer? Ja, ja, ich weiß, du bist Eliza Knopfauge. Was? da und da. Ja, und da. Alter, wie kommt denn das, dass hier wieder so... Oh, Alter, wie eng ist denn da die Zeit, bitte? Halleluja. Die aktuellen Vorkommnisse im Mutulek-Komplex haben unsere Entschlossenheit nur noch verstärkt. Wir brauchen noch ein paar Sekunden. Uff, da. Da denkst du zur Zeit genug, ne? Einmal guckst du, siehst du da was? Noch 3 Sekunden. So. Hoppala. Guck dir das an. 5, 3, 2, 1 und so weiter. Ich brauche wieder Brontosaurus. Ah ja. Gut. Ich denke, kann ich gleich behandeln. Okay. Wieder mal nichts Wichtiges. Ja, ich weiß das. Allein, Mann, ich komme gleich zu dir hin und knall dich mal. Oh. 42? 79. Nein, auch selber hacken. Oh Gott. Na gut. Da ist ein grüner. Ja. Das geht hoch. Komm. Wow. Da war der Ehre oben, aber egal. Auch wieder nichts Wichtiges, man. Immer nur nutzlose E-Mails hier. Ich will Kohle. Toilette? Hallo? Keine Frau hier gerade am Kacken oder sowas? Naja. Keine Pornhefte hier oder sonst was? Lustiges. Lustiges. Toilette. Ja, da muss ich jetzt nicht hin. Da war ich erst gestern. Finde ich rot. Finde ich gut. $48. Liegt da unten was? Nein. Ja, da. 32. Mann, sind die fleißig. Da liegt was oben auf. Nehme ich mit und sauf gleich. Was?
Gut, 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 gut. Aber hier ist auch nichts. Okay. Da sind noch ein paar Fränke. Gut, dass ich da dran denke. Peng. Panzerbrechende Munition geht nicht. Aber die Minen. Biozelle, jawohl, das geht immer. Wieder panzerbrechende, die nicht mitgeht. Schmerzmittel. Schalldämpfer. Nein, habe ich ja. Was war das hier oben? Hallo. Das ist doch irgendwas ganz merkwürdig. 18 mm. Das sind niemals 10 cm, Millimeter, oder was? Moment. Wo kommen wir? Nein, wir müssen den anderen Raum leiten. Hier rein. So. Wow, Mr. T-Rex. Alles klar, deswegen heißt er auch so. Alma, hier ist noch was zum Mitnehmen. Nein, kann man nicht. Ah, hier. Geht nicht. Ich brauche einen Wurmstopper, ey, und krieg den nicht mit. Wie gibt's denn sowas? Ein für die Sicherheit. Mit dem kommst du dann nicht weit. Da und da. Ja, ich weiß, der Spende. So, die durchquetschen. Da krieg ich einen hoch und da krieg ich den hoch. So, Moment. Ach, da fehlt noch. Ah ja. Und jetzt kommt der. Donnerwetter, ja. Die Kameras. Na, das war's. So, Tür ist offen. Aber ich würde gerne diesen Stopper haben. Was haben wir denn hier drin? Beides geht mit. Das geht auch mit. Gut. Regulator können wir verkaufen, ich will was verkaufen. Wo war denn jetzt dieser Stopper, den ich nicht mitnehmen konnte? War der im Nebenraum? Noch die Revolvermunition. Was haben wir denn? Ah, hier ist was. Sicherheitsstufe 1. Ja gut, ich kann es mal versuchen. So. Auf geht's. Hacken, hacken, hacken. Und danach kannst du ja, das andere machen. Sicherheitsstufe 1. Denn besser ist kein. Da, 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 da. Ja. Moment, noch 20 für den da oben. Das müsste doch zu schaffen sein. Ja. Das gibt nochmal Tales extra. Eine Lieferung. Bla, bla, Sonnenuntergang. Bla, bla. Okay. Miller, Malchenkos Ziel ist die Safe Harbor Konferenz in London. Gott, dort werden hunderte von Gästen sein. Wie schnell können wir handeln? Ich warne London und lasse Mac einen Plan zur Mobilisierung erstellen. Sie gehen nach Hause. Wir melden uns. Alex, das Ziel ist London. Die Dwelly schmuggeln Waffen und die Orchidee ins Apex Center. Scheiße, sie wollen Brown erledigen. Er ist ihr eigentliches Ziel. Ich habe nachgeforscht. Komm in mein Apartment und erklär's mir da. Gut.
irgendwo gab es auch hier ein Stoppteil. Wo war das denn jetzt? Nein. Wo habe ich dann dieses Ding gesehen? Bio-Rego-Dingsbums geht nicht mit. Ach, das war hier oben, ne? Wurmstopp, ja. Warte mal. So, wir könnten mal gucken. Oh, Alter, wir haben hier so viel. Da geht ja gar nichts mehr. Also. Ich meine, egal was. Hier haben wir jetzt reduziert geringfügig bewegungsbedingte Fadenkreuzvergrößerung. Brauche ich nicht. Ja, ich kann ja, wie sind das jetzt zum Beispiel Titan? Naja. Dann habe ich das hier noch. So. Kaufen wir. Und, ey, darüber, das nehmen wir auch noch mal. Okay. So, haben wir das auch. Warte mal, ich will diesen einen Stopper mitnehmen. Da können wir hier genau das Bier, das trinke ich einfach mal. So. Ich bin wieder rum. Okay. So, das war jetzt der Raum hier, genau. Na dann. Ach du heilige Maria. Warte mal. Speichern. Und dann? Das ist dieses hier, nein. Und das andere kam von allein oder was? Nein. Moment. Ach, dafür brauchen wir zwei Dinge. Schade. Oh. Das ging aber gerade noch mal gut so. Ratten, lecker. Essen wir jeden Mittwoch. Was? Warum ist hier ein Loch? Vielleicht war man. Ach, das waren wir davon. Aha. Dann müssen wir. Was haben wir denn hier? Zubehörteile. Immer mitnehmen. Das geht auch mit. So.
Der ist auch schon durchsucht. Und dann sollen wir uns hier im Main Dings treffen. Mein Apartment, genau. So. Hau ab. Und auf geht's nach oben. Dann hier durch. Genau. Ah, hier sind wir hier am Bahnhof. Das ist gut. Nein, warte mal. Wir müssen dahin. So. Da war ja kein Zug fährt diesmal, weil alles gesperrt ist. Gehen wir zu Fuß. La 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 la. Ah, so. Moment, wir müssen jetzt. Hä? Wieso zeigt denn das Ding immer noch? Das kann doch gar nicht sein. Hä? Verstehe ich es nicht. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind doch jetzt hier drauf. Moment. Nee, ich muss auch da unten hin. In mein Apartment wollen wir uns doch treffen. Seltsam. Okay. Hä? Ja, da unten hin. Warum war das Gelbe erst in der Mitte? Verstehe nicht. So, jetzt können wir hier nach oben. Alles klar. Weit. Dann komm mal her. Ja, oh, oh, mein Gott, was stimmt der denn so? Eine Rauchgranate, naja. So, lass mich mal hier durch. Und ups und ups. So. Gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Boah, so viele Drohnen hier. Das wird sich überhaupt nicht lohnen. Ihr könntet auch mal ganz ausbleiben. Den ganzen Tag oder so. Eieiei. Nein, du gehst kein Risiko ein. Ich weiß. Aber für die Dinger brauche ich wohl den Elektro-Dings hier, ne? Die MP-Granate. Ja, der ist zu nah. Pep. Verdammt! Hi. Jetzt kriegst du so ein bisschen Muni ab und dann wirst du noch platt gemacht. Oh, hier ist ja überall offen. Okay. Hi. Ich hasse das, ey. Dass du mit einem Knopf da 4, 5 Sachen auf einmal machen kannst, ey. Das ist doch... Okay.
Willst du laufen und lehnt er dich an die Wand an? Ey, ich glaub's ja nicht, ey. So, zweiter Versuch. Alter, das ist so kacke mit dem Drücken immer wieder mal. Gut. Ist da wer? Ja, da ist wer. Bei dem Regen saufen sogar Enten ab. Ja, das glaube ich dir. Was war das? Na, komm doch mal her. Hallo? Hallo, ich klopf mal an. Bam. So, das war der Hallo. Ladi, ladi, ho. Achtung, da sind die Drohnen. Ja, komm hier runter, hier ist gut. Der eine ist mir doch ein bisschen zu dick. Warte mal. Eine EMP-Mine, das ist ja nichts. Vielleicht eine Schockgranate. Ja, ich treibe ihn nach hinten, so. Das war eine giftige Granate, aber egal. Ja. So, ja, geh doch da durch. Was immer wieder so Probleme hast hier, ey. Wow. Hinten schön in den dicken Metallarsch rein, ey. Moment, ich bin gleich wieder da. Hm.
bam, 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 bam. Ja. Der lebt ja immer noch da. Hundertzwei. So. Kabum. Gut. Hier ist ja keiner. Nein. Ah, diese Kiste, ey. Du löst ja kein Alarm mehr aus. Bei dir ist Alarm in der Hose, Mann. So, ein bisschen Muni. Da liegt noch was und da ist noch was. Und da ist noch was. Gut. Heieieiei, wieso halten die mich hier auf? Ich will doch einfach nur nach Hause, Mann. Hallo. Ja, ich weiß. Ich hab geschlagen, aber kein Alarm. Und die Gummi. Hallo. Klammert doch ein. Oh, mit einem Knopfdruck kannst du so viele Sachen gleichzeitig machen, ey. So. Ja, guck mal. Da liegt doch nicht lange. Jetzt drückt doch, ey, das ist nicht möglich da. Mach ich mal so. Oh, das gibt's einfach nicht, ey. Dass man die Sache nicht so auswählen kann, ey, dass du dann immer wieder so in dieses Menü rein muss. Und dann drückst du da und dann macht er was anderes, dann willst du das machen, drückst, macht er wieder was anderes. Hier wieder diese Dinger rumfliegen, ey. Wahnsinn. Na, oh Gott, ey, kommt die Karte. Mir ist klar. Ey, das ist so bescheuert, die Dinger da ins Auto. Ja! Oh. Ey, wie ich das hasse, ey. Und dieses macht wieder so wenig Energie, obwohl du das immer wieder voll hast, ey. Oh, du kannst das nicht machen, wenn die dich treffen, ey.
Die Post war zuverlässiger, ein Trophäe erhalten. Bam. Okay. Ich will doch da nur nach Hause, ey. Mann. Lass mich doch nach Hause. Hallo. Wer trifft denn da? Na, zum Apartment gehen. Wer trifft denn da? Mann. Blöde Drohne. Oh, geht natürlich wieder nicht, wenn man getroffen wird. Ja, ich weiß. So. Der hat nix. Gut. Achtung, das ist eine Drohne. Wieder eine Bio, das ist gut. Ich lade die mal auf. So. Ah, schnell rein hier. So. Da nach oben. Gott, hoffentlich erwischen Sie uns hier drin nicht. Nein, hier drin nicht. Moment. Sie stellen doch keine Frage. Halt, wir müssen hier hoch. Badam, badam. So, hier war jetzt normalerweise auch ein Laden. Ein Händler, aber. Der ist nicht da. Warum ist denn die Tür hier wieder zu? War die nicht mal auf? Ja, ja. Hier war doch schon mal was. Ja. Merkwürdig. Oh Gott, ich bin schon wieder voll über der Zeit drüber, aber diese Unterhaltung hier nehmen wir noch mit, bevor wir ausmachen. Wir haben uns geirrt, Adam. Browns finanzielle Lage ist nicht so rosig, wie wir dachten. Er verliert Billionen, wenn das Humanrestitutionsgesetz durchgeht. Das ergibt keinen Sinn. Millionen vertriebener Optis werden nach Rabia pilgern. Und die Stadt kann sie nicht versorgen. Brown hat Investoren einen Traum von einem Unternehmensstaat verkauft, wo Gleichgesinnte sich selbst regieren und Investoren den Profit abschöpfen. Das widerspricht irgendwie dem Konzept einer Weltregierung. Und wenn es scheitert, gehen Brown, Santo und alle anderen, die den Illuminaten im Weg stehen, unter. Also wollen sie die Konkurrenzvision und ihr Augmentierungsproblem mit einem Schlag vernichten. Brown hat eine Kampagne gegen das Gesetz geführt? Ja, und anders als Rucker hat er das Geld und den Einfluss dazu. Was ist mit der Probe der Orchidee? Matschenko schmuggelt mehr davon nach London. Konntest du sie analysieren? Ob du es glaubst oder nicht, es ist keine Biowaffe. Zumindest soll es keine sein. Es ist eine Droge zur Genombearbeitung. Sie löscht das Gen, das für die Augabstoßung verantwortlich ist.
Augabstoßung? Darum habe ich überlebt. Ich leide nicht am Abstoßungssyndrom. Was? Heißt das, du brauchst keinen Neuropuzin? Scheiße, Mann, dann bist du... Einer in einer Milliarde, ich weiß. Die Orchidee, Alex, du sagst, sie soll gar keine Biowaffe sein? Genau. Die Dateien, die du mit Janus aus dem Tresor geholt hast, legen nahe, dass Reeds Team mit der Orchidee noch nicht fertig ist. Das gelöschte Gen soll durch ein künstliches ersetzt werden, das Augmentierungen akzeptiert. Aber bis dahin ist sie tödlich. Im Darknet kursieren Bilder von Ruckers Leiche. Wenn Brown und seine potenziellen Investoren eine Dosis abkriegen und Pikes Bilder von ihnen zeigt, ist das eine starke Botschaft. Ich sollte Miller warnen. Wenn du willst, kannst du hierbleiben. Ich komm schon klar. Wenn die Taskforce in London eintrifft, halt mich auf dem Laufenden. Man kann nie wissen. Viel Glück, Adam. Und pass auf dich auf. Miller, hier Jensen. Arbeitet MacCready noch an dem Plan für London? Wir haben nämlich eine neue Variable. Sagen Sie es ihm selbst auf dem Flugfeld von TF-29. Wir sind unterwegs. Verstanden. Wie komme ich dahin? Verdammte Ausgangssperre. Gehen Sie zu Chicane. Der fliegt Sie hin. Miller out. Adam, gut. Wir müssen reden, mein Sohn. Was ist denn los, Seraph? Weshalb die sichere Vidcall-Nummer? Ich habe mir Anlage 451 angesehen. Es war eine Behandlungsklinik, wie es sie nach dem Zwischenfall zu Dutzenden gab. Augmentierte sollten sich dort erholen und gesund werden. Aber es waren eher Gefängnisse. Und? Und ich glaube nicht, dass sie ihre neuen Augs dort bekommen haben. Sie sagten, man hätte sie kurz nach Panchaya in die Klinik eingeliefert. Aber ihr Name steht nicht auf der Liste. Und auch nicht auf anderen Listen mit Überlebenden. Ich wurde als John Doe geführt. Niemand wusste, wer ich war. Das hätte man leicht rausfinden können. Ihre Augmentierungen haben Seriennummern. Zumindest die, die Adam Jensen von mir hat. Soll das heißen, dass alle meine Augs neu sind? Auch die von Ihnen? Das soll gar nichts heißen. Ich sage nur, dass alle Augs von uns Registrierungscodes hatten, die leicht zu verfolgen sind. Ich kenne meine Augs, Seraph. Erst nach 2 Jahren hatte mein Körper sich daran gewöhnt und konnte ihr volles Potenzial nutzen. 2 Jahre? Wirklich, Adam? Eins davon haben Sie angeblich in Alaska im Koma gelegen. Ich sage doch nur, dass man Sie problemlos hätte identifizieren können. Aber aus irgendeinem Grund geschah das nicht. Was macht Sie so sicher, dass diese Augs nicht aus Alaska kommen? Orloff war dort, ich habe mit ihm gesprochen. Sie sagten, er hat sich McFadden genannt. Ich habe recherchiert. Casper McFadden hat vor dem Tag Ihres Erwachens nicht existiert. Und das war einen Monat vor Ihrer Flucht aus der Anlage. Okay, und wo war Orloff? Nicht in Alaska. Er war eine Weile bei Taeyong Medical und im Frühling 2028 taucht sein Name 1 oder 2 Mal im Baltikum auf. Dann verschwindet er und McFadden taucht auf. Und was beweist das? Orloff ist McFadden und McFadden ist Orloff. Es gibt keine Verbindung zu mir. Außer den Augs, die Orloff entworfen hat und die sonst niemand einbauen kann. Von der Kompatibilität mit einem anderen System gar nicht zu reden. Ich habe einige von Orloffs Plänen in einer geheimen Militäranlage in den Schweizer Alpen gefunden. Die Söldner dort hatten die gleichen Augs wie ich. Glauben Sie, dass ich dort war? Eine geheime Militäranlage in der Schweiz? Das ist weit weg von der Arktis, aber... Aber was? Als Panchaya einstürzte, wurde die ursprüngliche Rettungsaktion nach 7 Tagen in eine Bergungsmission umtituliert. Das heißt, Sie haben nicht mit weiteren Überlebenden gerechnet. Und einige Tage später kam eine Einheit zum Einsatz, die nie identifiziert wurde. Ich glaube, die hat sie gefunden. Sie ziehen mich aus dem Wasser, bringen mich irgendwo hin und ein Jahr später tauchen Orloff und ich in Alaska auf.
Könnte sein. Hören Sie, einige Schlussfolgerungen müssen Sie für sich selbst ziehen. Weiter kann ich nicht mehr gehen. Orlov hatte vielleicht Antworten, aber sobald Sie wussten, dass er in Prag war, dass er immer wieder mal dort war, seit Sie für die TF-29 arbeiten, hat ihn jemand getötet. Sagen Sie mir, was das alles bedeutet. Kann ich nicht. Noch nicht. Wenn Sie es rausfinden, rufen Sie mich an. Bis dahin... Passen Sie auf sich auf, Adam. Seien Sie vorsichtig. Danke für die Hilfe, Seraph.